alles echt sehr ordentlich aus. Okay, die Lippensynchronität der Ente könnte besser sein. Aber sonst... Es verkauft sich auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Neue Gegner? Auf jeden Fall war da ein Deckungskreis. Ah ja, wir sind ja letztes Mal rechts lang und nicht hier hoch. Ich finde auch schön, wenn es noch Entwickler gibt, die einfach, sag ich mal, ein Spiel machen mit einem Anfang und einem Ende, wo man halt nicht. Also, ich glaube, wir wollen Rodhead over there to call his buddies. Let's stay hidden. Scouting ahead. Hey, ah, da ist ein Schamane. Ugly face. You see anything out there? No, there's nothing out there. Und man halt nicht gezwungen wird, 800 Stunden zu investieren. Look at your face. I can't look at my face, it's my face. Now put your eyes out there and look for intruders. So, welchen Typ auf dem Truck meinst du? Ach, den da oben zum Beispiel. Da haben wir noch einen schlechter. Den müssten wir von hier erwischen. Ach, da hinten ist ein Medbot. I'm the death-dealing, soul-stealing, stalking machine, baby. Let me ask you guys something. Is that a metal man working in there? Like, a man made out of metal? Oh. Gladiatorenrüstung. Die Ente ist das Beste, Robel. Und ja, ich finde das Spiel bis jetzt sehr gut. Aber es ist halt genau die Sache. Ich fand es auf der Gamescom schon sehr gut. Weil es halt, sag ich mal, gute Tugenden von XCOM nimmt, aber trotzdem seinen eigenen Charme hat. Weil es halt trotzdem ein bisschen anders ist. Und nicht anders so in Richtung wie Phantom Doctrine, so mit Sachen, wo du denkst, boah, schrecklich, warum haben die sich die Idee, das einfallen lassen? So, du kriegst die normale Rüstung und das Schwein ist dann nämlich gegen Crit-Schäden immun. Sondern einfach von Welt und so weiter. So, den Medbot werden wir nicht töten können. Stopp. Kannst ihn da oben treffen. Toll, der Jäger ist zu stark. Ist natürlich die Frage. Ne, der Medbot aktiviert sich wahrscheinlich selbst. Der Schamane wird ja alle aus dem Gebiet hier rufen. Wenn es soweit ist. Deshalb, wir müssen uns noch ein bisschen umsehen. Nicht, dass dasselbe passiert wie beim Bossgegner vorhin. Beziehungsweise bei diesem Zwischengegner. Zombie, was auch immer. Und plötzlich habe ich hier ein riesen Lager, was uns angreift. Okay, so this is not spooky at all. Walking through a graveyard. Fantastic. Hm, keine Feuerlinie von hier. Wie wär's von hier?
komm mal her. Jetzt kommt der Schamane so nah. Ich glaube nämlich, ich kann mit beiden feuern, mit den lautlosen Waffen, ohne dass sie auffallen. Das hat man nämlich vorhin auch. Es waren zwar alle geheilt, also ich, das ist jetzt so ein Test von mir, ne? Ob das so funktionieren kann. Dass ich halt in den Rundenkampf gehe und solange ich nicht entdeckt werde, wird der Typ da oben keine Hilfe rufen. Solange ich, ja, lautlose Waffen benutze zweimal hintereinander. Nur das eine ist 75% Trefferchance nur. Yes, I did that. What do you think about that, huh? Ja, das ist nämlich so. Oh, 50% nur. Ach, scheiße. Weißt du, was ich hätte machen können? Dieses Hochspringen hätte ich mit der machen können vielleicht. Ach, vielleicht habe ich einfach Glück. Es ist kein XCOM. Ich treffe auch bei 50%. Bei Madbot ist das jetzt ein bisschen was anderes, weil der hat zwei Rüstungen. Das Problem ist nämlich, der Madbot, glaube ich, kann wirklich, wie wir vorhin gesehen haben, der kann jemand, der tot ist, wieder hochheben. Und deshalb ist der, auch wenn er selbst nicht kämpft anscheinend, nicht ungefährlich. So, wer von euch fängt an? Du könntest theoretisch den deaktivieren. Reichweite ist aber kacke. Muss dahin, Selma. Ist genau am Rand. 30% EMP-Chance. Ha! Deaktiviert. Für zwei Runden. Ach, das haben die bestimmt so eingebaut. Dass das aus Versehen passiert. Das hört keiner, ist leise. Und jetzt können wir nämlich da hochgehen und können über die erhöhte Position den Typen unten ausschalten. Den Schaman. Dann kann der nämlich überhaupt nichts rufen. Und so soll es funktionieren. Und das macht das Spiel besonders, finde ich. Mimir-Schrauber. Zwei zusätzliche kritischer Schaden, 30% Chance, Gegner zurückzuschmeißen. So einen Mod haben wir übrigens schon mal bekommen. Der Schaman ist übrigens nicht der letzte. Da sind noch. Da ist noch ein weiterer Gegner irgendwie an der Seite. Bin ich doof? Das ist doch ein roter Punkt. Da habe ich einen Gegner da unten irgendwo vergessen.
Weg, 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 weg! Also ihr habt da eine erhöhte Position und habt jetzt eine höhere Treffsicherheit von da, oder? Ja, aber die Reichweite ist gerade kacke. Ich lasse ihn noch ein bisschen laufen, mal sehen. Vielleicht stellt er sich besser hin. Das kann doch nicht die beste Position sein. Ist alles weit weg. Das sieht gut aus. Ja. Yeah. So, und haben den in Brand gesetzt. Was? Du hast nicht mal Loot. Come on. Jetzt ist die rote Markierung auch weg. Ich glaube, das war die von dem. Aber das lief perfekt. Das lief wirklich perfekt, der Abschnitt. So, hier können wir jetzt die Mottenflügel freischalten. Du kannst auf deinem Rücken Flügel wachsen lassen. So kannst du dich vertikal bewegen und an eine Position schweben. Dadurch hast du gegen Ziele unter dir einen taktischen Vorteil. Außerdem erreichst du auf diese Weise ansonsten unerreichbare Positionen. Kann Deckung zerstören, schlägt Gegner eine Runde K.O. Das ist übrigens eine Beantwortung einer Frage von vorhin, ob Nahkampf existiert in dem Spiel. Als Skill auf jeden Fall, aber du kannst halt nicht hinrennen und sagen, ich pock dich jetzt um. Also nicht jeder Charakter hat eine Fähigkeit, die nahkampftechnisch funktioniert. So, und das müsste übrigens jetzt der Anfang sein von der Gamescom-Demo, die man als Video mal bei mir gesehen hat. Weird place for a mass grave. What were all these people doing? Running away, I think. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. Und hier geht's nämlich auch erstmal Leute töten. Beziehungsweise Ghoul und Mutanten. You know the stalkers we captured, right? Right? They ran away. I lost them. You let your stalkers escape? The bubbleheads are gonna be mad at you! You better get them back! I can't! The boat took them across the river! And now the bubbleheads have the boat? But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shrink your brain! Ja, da kommen Informationen schon zutage, dass die Ghule von irgendjemanden kontrolliert werden. Okay, you had me at the ghoul screams, but now a pile of friggin' bodies? You wanna give me a heart attack? Das Hochklettern war jetzt. I got this. Cover me. Egal.
Habe ich eine Chance, den direkt auszuschalten? Nur mit einem Crit-Treffer. Das ist manchmal echt... Es ist zwar klarer als bei XCOM, ne? Aber du machst hier manchmal einen Schritt, weil es halt wirklich an dieses Pen and Paper sehr stark orientiert ist und hast dann plötzlich 100% Trefferchance, so in 50%, 2 cm dahinter. Weil es halt wirklich nach Feldern gerechnet wird. Müssen wir halt auf den Schlechter warten, dass er gleich wiederkommt. Natürlich läuft er eine große Runde. Das ist nämlich auch die Sache, warum in der Gamescom-Demo ich war wirklich nicht gut. Ich habe es nur ganz knapp, sag ich mal, geschafft, nicht zu sterben immer. Weil du einfach wie in XCOM rangehst. Du gehst halt hin und sagst, oh ja, hier, Gegner, rein, erstmal kämpfen. Weil bei XCOM halt dieses Element von Stealth total irrelevant ist, weil du nicht gut stealthen kannst in dem Spiel. Und hier gehört das einfach dazu. Sehr schön. Serves you right. Nochmal zwei schlechter. Es tut mir leid, liebe Tina, es gibt keine Entkommen. Ich sitze hier in meinem Auto fest. Der Verkehr ist vor Tagen zum Erliegen gekommen und der Tunnel ist eingestürzt. Ich bin nicht sicher, ob du das hier jemals lesen wirst, aber falls ja, muss ich dir etwas gestehen. Etwas, das mir sehr leid tut. Etwas, das ich unglaublich bedauere und mit ins Grab nehmen werde. Erinnerst du dich an die Zeit, als deine Schildkröte Snappy nicht zu dir schwamm? Wenn du seinen Namen gerufen hast, das lag daran, dass er nicht Snappy war, sondern eine Ersatzschildkröte, die ich besorgt hatte, weil der erste Snappy durch einen unglücklichen Zufall gestorben war, nachdem mir mein Rasierapparat in sein Aquarium gefallen ist. Entschuldigung. Tod von Tieren ist nie lustig. Es ging sehr schnell und er hat ihn nach ein paar schmerzhaften Minuten auch gar nichts mehr gespürt. Außerdem solltest du wissen, dass er jetzt eine Sie ist. Im Laden gab es nämlich keine männlichen Schildkröten und ich hatte Angst, du könntest verärgert sein. Tut mir leid, ich liebe dich aber. Dein Jonas. Ach, das erinnert mich jetzt daran, dass meine Mutter meinen Hamster getötet hat auf dem Balkon. Weil sie dachte, ein schöner sonniger Tag, das wird dem Timo gefallen, draußen in der Sonne zu sein auf dem Balkon. Tja, doof, dass Hamster Sonne nicht mögen und er dann einem Hitzschlag gestorben ist. Aber das konnte man in der früheren Zeit nicht wissen. Da gab es noch kein Internet. Ah, und ich habe es meiner Mutter ja auch verziehen. Aber ihr selbst tut das immer noch sehr leid. So, du kommst jetzt mal schnell rüber. Shit, shit, shit. Schneller, 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 schneller. Oh, oh. The stalkers are here. Kacke. Dead. Oh, it feels so good. Don't step into the line. Personal injury detected. Care provider on approach center. No sweat on it. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der Jäger von der anderen Seite kommt. Come here, filthy, filthy, come here. Da war das schon zu spät. Und zur Zeit sind die Leute wirklich noch getarnt.
Ja, ich muss alle mit aktivieren. Sieht übrigens gerade so aus, als wenn ich hier nicht runtergehen kann einfach. Ach so. Ah, ich muss erst runtergehen. Handgranate. Also ich muss mit der Kamera einen runtergehen, dann kann ich mich auch bewegen. Okay, klappt schon super. Es ist halt eine Demo. An irgendeiner Stelle hochklettern scheint keine gute Idee zu sein. Und ich glaube, das Spiel stirbt jetzt auch. Ja, warum nicht? Gotcha. Immerhin habe ich keinen Schuss verschwendet. Sehr gut. Sorry about that. Und was machen wir mit dir? Selma? Man kommt auch in keine Deckungsposition irgendwo hin. Und alles, was ich angreifen kann, stirbt dadurch nicht. Wechseln wir mal die Waffe. Das ist meine Pistole ja sogar besser. Die wird eh vom Feuerschaden sterben. Moment, kann ich jetzt gerade noch eine Mutation auswählen? Nee, kann ich nicht. Dem Vieh ist Feuer egal. Oh, der Madbot fängt an, da oben das Ding. Stirbt in 5 Runden. Wenn ein Stalker zu hohen Schaden erleidet, verblutet er. Nähere dich dem Ziel und verwende ein Medkit, um es innerhalb der angezeigten Runden zu retten. Kann sich mal einen kritischen Schaden machen, mein Freund. Keine Munition mehr.
Okay, das sind 100% Trefferchance. Bye bye. Great work. Tja, die erhöhte Position schützt uns ein wenig. Und gut, dass es jetzt hier oben ein bisschen wärmer wird. Ja, schön, dass du den Schlechter wieder belebt hast. Mit dem ist es viel. They got me good. Shitte, ich hätte auf das Feld daneben gehen müssen. Lass uns erstmal schauen. Lad mal eben nach, die geht's ja jetzt nicht schlecht. Immerhin. Kann mir nämlich sparen, die Granate auf den zu schmeißen. Injury detected. Care unit inbound. Injury analysis in progress. Voll gute Idee, ins Feuer zu hüpfen. Ach Junge. Warum kann ich das nicht von der Schräge ausführen? Up and at him, Soldier. Will ich nochmal laufen? Thank you. Die MP-Chance wird mir hier nicht viel bringen. Der Selbstpyromane. Den da hinten kann ich nicht anschießen, das ist zu weit weg. Mal eben auf das Schwein wechseln. Ach, jetzt sehe ich gerade, oder? Ich kann doch nicht so nah mit dem Schwein rangehen, weil der lässt ja den Pyro fallen, sobald ich da vorne stehe. Und tschüss, mein Freund. Sieht aus, wenn er übrigens mit einer T-Shirt-Verteilkanone ballern würde. Weil ich sehr sympathisch finde. So, selbst wenn der jetzt auf mich... Ah, oh, der schmeißt... Doch nicht. Personal injury detected. Care provider on approach vector. I'm wounded. Ja, du hast in die falsche Richtung geguckt, ich weiß. Keine Munition in der Waffe. Sauerlauf. Sauerlauf. Shitte. Ah, scheiße. Es ist wirklich ein Fehler da oben. Der kann da nicht runterlaufen. Gerade.
Aber ich weiß, gleich springt er einfach weiter. Ach, doch, jetzt ist er unten. Können wir auch Ren und Peng mal einsetzen. Ich hoffe, warum haben wir nur 25% Chance? Ach so, weil der in der Deckung bleibt. Aber machen wir beim kleinen Hängerchen, machen wir ein kleines Becherchen auf. Boah, ich bin eh der Bugfinder schlechthin, ey. Aber es ist halt, wie gesagt, eine Preview. Und die sind ja gerade noch bis zum Release das Spiel am Polish, wie sagt man, polieren. Mutant Exe stopped working. So kriegt man die Zeit auch voll von heute. Ich weiß, dass es gleich weitergeht. Ah. Ignorieren wir ihn erstmal. Er hat ja eine Axt. 30% EMP-Chance. Wenn ich mit der Ente zusammen angreife, habe ich eine Chance, ihn zu töten. Wahrscheinlich nicht, vor allem weil die Ente... Ach doch, du hast Munition im Bogen. Aber ich brauche den Bogen für ihn. Ah ne, ich habe keine Munition im Bogen. So, der hatte... Okay, er hatte doch einen Molotov-Cocktail in der Hand. Ach, ist das wundervoll. Ja, ja, geh ruhig in Overwatch. Nein, ich bewege den jetzt nicht. Der steht noch in der perfekten Deckung, selbst so. Aber echt fies. Ja. Mein Fehler. Ich hätte ein Stück weiterkommen müssen. Ohne Kack, ich bewege den lieber nicht. Ich warte jetzt bis gleich, dass die Mission irgendwie, beziehungsweise der Kampf vorbei ist und dann kann ich mich um den wieder kümmern. Aber jetzt gerade will ich das nicht. Geh mal einen Schritt weiter. Scheiße, nur mit Crit kriege ich den. Geht doch. Sehr schön, dann kriegen wir ihn nämlich aus seinem Laufproblem vielleicht halb raus. Nee, irgendwie klebt er an mir dran.
Hey guys, come here. Wisst ihr, was passiert? Er ist durch die. Get over here. Break up. Er ist durch die Welt gefallen. Ah, ist halt jetzt so. Ich denke mal, wenn wir in die nächste Stage sind und laden, korrigiert sich das, die Geschichte. Bitte verurteilt das Spiel nicht deshalb. Oh, jetzt ist es abgestürzt. Jetzt habe ich es geschafft. Das Schwein ist zu weit durch die Welt gefallen. Oh, wieso?